Dieser Wettbewerb wird für uns nur ein Kinderspiel. Sieh dir das mal an. Hässlich. Ohne Ausstrahlung. Die sieht jetzt schon wie eine Sportlehrerin aus. Blanche, wie kannst du das sagen? All diese Mädchen sind doch zauberhaft. Ja, und wie? Ich wollte, ich hätte den Zinken von der da voller Kleingeld. In 2 Minuten ist sie dran. In 2 Minuten? Oma, ich glaube nicht, dass ich singen kann, wenn mir so viele Menschen zusehen. Aber natürlich kannst du das, mein Schätzchen. Du bist etwas nervös. Das sind sie immer, wenn ihr Talent geprüft wird. Meine Clarice hat jedes Mal Angst, wenn sie die brennenden Fackeln schwingt. Ich habe große Angst vor dem Feuer. Aber ich verspreche ihr, dass Mami mit einer großen Tube voll Brandsalbe hinter der Bühne steht. Dann geht's ihr schon besser. Ja, ich habe sogar ganz große Angst. Jedenfalls viel Glück für sie beide. Komm jetzt, Clarice. Helft mir! Hast du das gesehen? Ich sag dir, manche Menschen darf man nicht mal in die Nähe von Kindern lassen. Das arme kleine Ding. Was kann schlimmer sein, als so eine Mutter zu haben? Wenn man eine Großmutter wie die hat. Halt einen Moment mal, Rose. Ich habe das nur für Melissa getan. Sie hat eine Menge Spaß dabei gehabt. Tatsächlich? Ja, Melissa, komm her, mein Schatz. Ich will dich was fragen. Jetzt sag mir die Wahrheit. Du bist doch gerne hier, nicht wahr? Das waren doch ein paar wundervolle Tage bei deiner Großmutter. Wenn das nämlich nicht so ist, mein Liebling, gehen wir beide sofort. Sie ist dran. Dein Auftritt.